jetzt den ersten offiziellen Homecoming-Bagger 2023. da, Licht. Ich fahre jetzt nach Sembach hoch, auch wenn er nur aus Sembach kommt. Also hoch nach Sembach, da steht der 350er Hitachi. Den hole ich nach Hause. Achszahl umstellen auf 7. So. Ich glaube, sie ist soweit. Der soll auf alle Fälle nach Hause, soll in die Werkstatt und das Heck bzw. der Bagger soll halt lackiert werden. Wir haben große Ausstellung dieses Jahr, also unsere kleine, ja, wie soll ich sagen, Bauma. Bauma ist übertrieben, aber. Und auf jeden Fall wird dann jeder Bagger, jedes Fahrzeug quasi in einen optisch sehr guten Zustand gebracht. Technisch so gut, wie es halt geht. Ja, das mache ich heute Morgen. Danach weiß ich nicht. Ich habe keinen Plan. Es ist ruhig, es ist immer so vor Weihnachten, sage ich jetzt mal. Ja, da hast du immer die letzten 2-3 Wochen, bevor der große Run nach Hause beginnt, ist es immer ruhig. Schauen wir mal. Lauter habe ich natürlich vergessen, das Laden zu filmen, aber ich bin jetzt hier im Hof. Ich will jetzt drüber fahren auf den Waschplatz. Mit unserer Buckelpiste hier. Wieder gerade gerückt. So. Hier auf dem Platz jetzt und dann irgendeiner wird ihn sauber machen. Mit Zeit muss vielleicht sogar ich, weil ich nichts zu tun habe, kann ich ihn direkt wieder aufladen und kann er dann rüberfahren in die Werkstatt.
dranhängen, Vierachs-Tieflade. Ich bin unterwegs nach Ingelheim. Da steht unser 934. Und den lade ich und bringe den quasi nur rüber nach Bingen auf die andere Seite vom andere Seite vom Rhein. Stimmt nicht, sorry. Aber auf die andere Seite von der Autobahn. Jetzt.
oben und natürlich hat es jetzt hier eben angefangen zu regnen, was geht. Und der Kollege steht schon wieder hier, ich muss eben schon am Tor warten, wie lange. Hoffe, der fährt gleich weiter. Das sieht gut aus. Da habe ich natürlich für die Raupe den falschen Tieflader dabei. Ne? Muss ich jetzt gucken, wie ich das Ganze mache. Ob ich die überhaupt drauf bringe. Wie gesagt schon, ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon gesagt hatte. Bordsteine. Eieieiei. Wo steht denn das Gerät überhaupt? Wo stehen die überhaupt? Ich sehe sie momentan nicht. Ich sehe die momentan. Ah, da unten. Doch, jetzt sehe ich sie. Ganz da unten im Eck steht sie. Ah, kann ich da. Hole ich mir am besten hier hoch und fahre dann rückwärts aus der Baustelle. Ansonsten werde ich hier nicht gedreht bekommen. Dann hier neben sich sitzen überall Bordsteine. Ich guck mal, ich fahre mal runter, aber nicht fahre ich den halben Weg oder den ganzen Weg halt wieder raus. Wirklich Mist. Darum komme ich nicht. Ich könnte hier hinten drehen vielleicht. Aber vielleicht reicht es auch hier rum. Ja. Da hinten ist Land unter, da geht gar nichts. Aber hier rum komme ich nicht. Hier rum komme ich nicht. Wenn die Raupe hier steht. Ich könnte das Heck hochheben, aber dann stehe ich auch hier wieder im Weg. Ne? Stehe ich nur im Weg. Guck, ob ich hier leer gedreht kriege. Und dann fahre ich da hoch, ganz hoch an die Einfahrt. Ja, genau, kommt für zu. Wird zum Anheben jetzt gehen. Dann fahre ich hier neben runter. Ja, muss, ansonsten geht's nicht. Stehen. Müsste eigentlich. Das sieht frei aus. Das sieht, glaube ich, besser aus hier. Ne? Das sieht, glaube ich, besser aus hier. Ja?
Ja. Genau so machen wir das. Dann kann ich mich auch vielleicht hier an die Seite stellen. Immer noch alles durch. Jawohl, ja, genau so. Genau so. Hier drin, ich hoffe, man erkennt was. So, ich wirklich mal gucken, wie ich das mache.
so sieht das jetzt aus. Kann man nicht richtig sehen, aber ich komme genau innen drin, ich komme genau etwa 2 Zentimeter auf diese Kante hier. Ja. Das ist halt Mist. Jetzt habe ich es halt so gelöst. Ein Klotz vorne, ein Klotz hinten. Ich hoffe, dass er zu Hause noch steht. Also mit Dielen habe ich das schon öfter gemacht. Die sind halt breit. Ja, aber normal sollte das hier auch gehen. Das Gewicht steht ja drauf. Ja, also von dem her sollte das passen. Ich hänge jetzt zusammen. Dann fahren wir mal nach Hause. Unterwegs. Weil nicht lange bitte, oh, schade, Speicherkarte ist gleich voll. Falls es nicht mehr gehen sollte, ich lade den kleinen Bobcat da vorne jetzt. Ja, falls die Kamera ausgeht. Lade ich jetzt.
Bobcat nehme ich morgen früh mit nach Völklingen. Und in Völklingen setze ich einen Bagger um. Von uns wahrscheinlich. Keine Ahnung, wo das ist. Vermutlich hätte es auch können mit dem Dreiecks erfahren, aber ja, ich habe jetzt den gerade drauf und jetzt machen wir es so. Ja, heute ist Feierabend. 4:30 reicht.